Moin zusammen. Ja, ich habe leider versagt. Tatsächlich, ich habe versagt. Muss ich euch jetzt leider so eingestehen, ich habe den Rattenlord Titan nicht fertig bekommen. Ja, moin zusammen, da sind wir wieder. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich ihn hier, geht das in der Kamera, fertig mache, schaut einfach kurz die letzten Schritte. Die sind auch relativ simpel gewesen. Ja, aber wie gesagt, leider habe ich es nicht geschafft, bis zum 25. diese Figur fertig zu kriegen. Heute ist der 28. und ich habe sie eben mit Finisher noch eingesprüht. Ja, wie gesagt, das Leben kam dazwischen, das passiert halt manchmal. Jo. Und fertig ist er leider nicht zum richtigen Termin. Kommt halt manchmal vor. Aber gut. Ich werde euch noch ein paar Fotos reinstellen hier hinter, nach meinem Gequatsche jetzt. Und dann könnt ihr da besser gucken, wie das Modell geworden ist. Mein Projekt für nächsten Monat wird sein, die Mechs, 8 Stück sind das, aus der Battletech Game of Armored Combat Box fertig zu machen. Hatte ich schon ewig vor, ich verpeil's nur immer. Ich habe dauernd die Bücher in der Hand davon, ich weiß nicht warum. Und die werden wir dann halt nächsten Monat machen. Und für 23 werde ich ein Blood Bowl Stadion machen, mit Hilfe des Resindruckers und des mit der Schnur, ich weiß nicht mehr den Namen, habe ich gerade vergessen, machen. Ich habe auch tatsächlich damit schon angefangen. Ich mache das ehrlich gesagt schon seit einem Jahr, aber irgendwie komme ich nicht voran. Also ich habe hier sowas wie schon Tribünen fertig, ja, ich habe einen Würfelturm fertig, so, aber ich möchte auch den ganzen Platz mit einem 3D-Drucker machen. Ja, und das werden wir dann tun in 23. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich es besser machen kann, wie ich es anders machen kann, etc. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Hate wird einfach ignoriert und gelöscht. Ganz einfach. So, genau. Mittwochs und Samstags kommen bei mir jetzt immer Videos. Ich gucke immer, dass das so ein bisschen gemischt wird, also zwischen Projekt und Tutorials. Und wenn irgendwelche wichtigen News sind, wie zum Beispiel, dass jetzt Battletech 4 Millionen eingenommen hat für den nächsten Kickstarter, dann vielleicht sage ich dann mal was dazu, aber vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, erstmal Tutorials und die Projekte. Und ja, dann schauen wir mal, wo es sich hinentwickelt, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Bye, bye.